Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem weiteren Kakaokartentausch. Und zwar habe ich mit der lieben Manga-Michi, ich glaube 3 Karten waren es getauscht. Ja, der Brief ist vergangene Woche, ich glaube am Samstag oder so angekommen. Den Brief kann ich aber erst heute öffnen, da ich von Freitag bis Dienstag nicht zu Hause war, sondern wir sind über die Feiertage weggefahren. Und ja, deswegen öffne ich den Brief erst jetzt. Deine Kakaokarten hatte ich auch schon fertig, bevor wir weggefahren sind. Allerdings hatte ich sie noch nicht abgeschickt. Ich werde die morgen wahrscheinlich abschicken, weil morgen gehe ich in die Stadt und hole mir wahrscheinlich neue Mangas. Und ja, dann kann ich die auch direkt abschicken, die Karten. Ja, hier ist der Brief ist mit Washi-Tape zugeklebt, wie man das sieht. Hier ist ein Onigiri. Hier sind Sticker. Hier unten in der Ecke. Und dann steht hier nochmal Kakaopost. Und ja, ich denke, wir machen jetzt mal das Washi-Tape ab, um uns Karten anzusehen. Und ich habe das Licht wieder an, weil es ist noch nicht ganz dunkel draußen, aber trotzdem ist es dann zu dunkel, wenn ich das Licht nicht anhab. Und dann ziehen wir das hier auch ab. So, ja, dann steht hier für Julie Bonnie. Ein bisschen abgegangen vom Washi-Tape. Und dann öffnen wir auch schon den Brief. Ja, dann gucken wir uns mal die Karten und den Brief an. Und hier steht auch nochmal für Julie Bonnie. Den Brief lege ich mal zur Seite. Hier sind wahrscheinlich die Kakaokarten drin. Die lege ich jetzt mal zur Seite. Dann steht hier die kleine Skizze. Aber hier ist auch der Brief. Den lesen wir natürlich zuerst. Hier steht dann nochmal drauf, Fließmädchen, da ist hier so ein Smiley. Und ja. Hey ho, liebe Julie Bonnie, es freut mich sehr, dass wir mal Kakaos getauscht haben. Ich hoffe, dass meine Karten wohlbehalten bei dir eingetroffen sind und dir gefallen. Ich habe dir noch eine kleine Chibi-Skizze mit dazugelegt. Gerne mal wieder tauschen. Liebe Grüße, Manga Michi. Und dieses Papier ist so unglaublich süß. Pandas gehören mit zu meinen Lieblingstieren. Ich liebe Pandas. Ja, dann gucken wir uns jetzt die kleine Skizze an. Hier steht halt die kleine Skizze. Und das sieht richtig süß aus. Hier steht auch nochmal für Julie Bonnie. Das sieht wirklich, wirklich knuffig aus. Vielen, vielen Dank. Die sieht echt schön aus. Ja, dann bin ich jetzt umso mehr auf die Kakaokarten gespannt. Ja, hier steht dann auch wieder für Julie Bonnie. Dann holen wir die Karten noch mal raus. Ja, dann fangen wir mit der obersten an. Nummer 43, Chihiro für Julie Bonnie von Manga Michi. Und die hast du unglaublich gut getroffen. Die ist richtig knuffig. Chihiros Reisen ins Zauberland ist mit einer meiner Lieblings-Ghibli-Filme. Ich finde, es ist ziemlich schwer, sich auf einen Ghibli-Film festzulegen, weil die alle so unglaublich gut sind. Tja. Dann kommen wir auch zur nächsten Karte. Nummer 42, Sailor Mars für Julie Bonnie von Manga Michi. Und die sieht auch unglaublich cool aus. Wenn man das so erkennt. Ich hoffe, das Licht stört jetzt so nicht zu sehr. Vielen, vielen Dank. Die hast du auch unglaublich gut getroffen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Karte. Karma für Julie Bonnie von Manga Michi, Nummer 41. Und der sieht richtig knuffig aus. Karma? Ja, Karma ist mein absoluter Lieblingscharakter aus Assassination Classroom. Ja, vielen, vielen Dank für die Karten und die Skizze. Wie gesagt, ich hoffe, ich schicke meine Karten morgen ab und hoffe natürlich dann, dass sie dir auch gefallen. Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu tauschen. Und ich hoffe auch, dass wir das mal wiederholen können. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.